So, noch ein kleines Nachwort habe ich. Also dieses Kur zum König und Kaiser kuren, dieses Amt gab es dann praktisch erst ab dem Jahr 1189. Da war der erste Kurerzbischof praktisch vorhanden. Alle anderen waren keine Kurerzbischöfe, sondern nur Erzbischöfe. So, das heißt, ab hier, erst ab hier hatten die praktisch dieses Wahlsystem eingeführt, dieses richtige zum Kaiser wählen Wahlsystem. Bis dahin, so sagt man, war der Titel zumindest bis zum Haus Habsburg im Jahr 1438 das erste Mal der Kaisertitel vom Haus Habsburg übernommen worden ist. Oder es kann auch sein, dass das schon die zweite Titelübernahme war, weil davor war auch schon mal ein Habsburger dran, dann kam aber wieder ein anderer Kaiser dran, ich weiß nicht, ein Staufer oder irgendwas. Und dann habe ich jetzt nicht einen Kopf, kann man aber rausfinden. Aber normalerweise war es so, ab der Wahl von Albrecht II. Von 1436 blieb das Haus Habsburg eigentlich fast, und hier steht ununterbrochen die Linie bis 1740. Ja, stimmt nicht so ganz, denn ja, beziehungsweise, also man hielt den Kaisertitel da schon fast für erblich, weil ihn immer die Habsburger hatten seit diesem Jahr, seit 1438, obwohl bereits seit 1189 die Wahlen stattfanden. Also von 1189 bis 1438, sag ich mal, waren auf jeden Fall regelmäßig Wahlen zum deutschen König. Und der wiederum musste dann zum Papst sich irgendwann zum Kaiser krönen lassen. Ja, genau. So, also, Fakt ist aber, dass dann ab hier, ab 1740, als sie im Mannesstamm erloschen sind, es gab dann tatsächlich noch mal kurz 1742 einen anderen Kaiser, und zwar aus dem Hause der bayerischen Wittelsbacher, auch wenn der nur ganz kurz an der Macht war. Und das, wie gesagt, also für den Wiener Hof steht hier auch, war es schon sowas wie ein Schlag in die Fresse, weil die in ihrem Selbstverständnis zu dem Zeitpunkt schon den Kaisertitel mehr oder weniger als erblich angesehen haben. So richtig erblich war er aber eigentlich nie. Es musste immer, das ist ganz wichtig zu verstehen, diese sieben Positionen, von denen eine davon die Kurerzbischöfe aus Trier stellen, aber es gibt ja sechs weitere Positionen, die waren letztendlich die tragenden Säulen für den Kaiser. Wenn die wollten, konnten die sich zusammenschließen und den Kaiser ja auch bekämpfen notfalls. Und es gab auch öfter solche Fälle, da eben manchmal auch der Mannesstamm ausgestorben ist, so wie hier. Der Mannesstamm, wo standen das jetzt? Genau, Mannesstamm erlosch 1740 bei den Habsburgern. Und die habsburgischen Erblande, bla bla bla, fielen dann ältester Tochter Maria Theresia zu. Und da gab es dann gleich ein Problem, denn eigentlich gab es keine weibliche Thronfolge, dementsprechend war der Thron offen und es begannen ganz viele große Erbfolgekriege. So, also diese. Und die anderen mussten halt mit Bestechung bei Laune gehalten werden, durch Hochzeiten. Deswegen sind sie auch alle verwandt. Man hat natürlich ganz oft. Die Kaiserfamilie hat natürlich ganz oft in diese ganzen Familien immer reingeheiratet. Jeweils, wer hat gerade das Amt inne? Jetzt hat gerade der Böhmund von Saarbrücken das Amt inne. Wie sichere ich mir dem seine Stimme? Nun, ich gebe meinen Sohn seiner Tochter zur Frau und dann gehört er zur Familie. Der nächste Kaiser in der nächsten Generation macht das Gleiche bei Helmstedt. Helmstedt hat vielleicht keinen Sohn zum Heiraten, zum Verheiraten oder keine Tochter. Der wird halt mit 40 Kisten Gold die Loyalität gesichert gekauft. Also so lief das ab, das kann man sich auch alles, das weiß ich sicher, das habe ich schon alles nachgelesen, das ist nichts Neues für mich. So haben vor allem die Habsburger ihre jahrhundertelange Dauerherrschaft ab 1400 irgendwas bis fast ans Ende des Römischen Reiches, Heiligen Römischen Reiches, Deutsche Nation, fast durchweg, bis auf eine Unterbrechung noch durch den Wittelsbacher Karl den VII., haben sie durchgehend am Ende regiert, ab 1400 irgendwas. Da davor allerdings, also vor 1432 oder was das gerade war, war alles, war immer frisch neu gewählt, dies, das. Das sind schon ein paar, ne? Sind schon ein paar. Von 1189 bis 1430, ne? Das sind schon 250 Jahre ungefähr, Pi mal Daumen. Ich habe es jetzt grob überschlagen. So, und ja, also ab danach
irgendwann ist das Kaisertum halt zumindest als heiliges römisches Reich, deutsche Nation, Kaisertum verschwunden und die Bischöfe und alle sind aber nach wie vor geblieben. Nur dieses Wahlsystem, das ist eben so, wie es damals eben Standard war, verschwunden. Wie gesagt, ich werde stichpunktmäßig auch noch die anderen sechs Positionen abklappern und ob die Vertreter der anderen sechs Positionen, die wahlberechtigt waren, der Kurfürsten und Kurbischöfe, ob die auch die bekannten Symbole des Tieres und auch diese Zahlen 7 und 10 immer wieder benutzen, 7 Kurfürsten, 10 Reichsfürsten, 7 Köpfe, 10 Hörner und eben das Tier, das aussieht wie ein Panther mit den Tatzen eines Bären und dem Rachen eines Löwen. Diese Symbolik ist ja sehr ausschlussreich. Natürlich kann man das auch alles abstreiten, aber wie gesagt, es steht jedem frei, sich das selbst an die Forschung ranzumachen. Und wenn man sich andere Antichrist-Deutungen anhört, gehen sie ja alle schon ziemlich in diese Richtung. Aber so richtig zu 100% aufschlüsseln tut es wie immer keiner außer ich.